So, da sind wir auch schon mit der wunderbaren Pre-Release-Box von Echo des Donners. Wie gesagt, mein Kontrahent hier neben mir, der gute Present LP. Hallo, Leute. Und wir, ja, wir haben ja schon eine geöffnet, beziehungsweise drei. Und da sind meine Karten drin, mit denen ich mich duellieren werde gegen den guten Jungen. Das erste Mal, dass sowas stattfindet. Ich bin gespannt. Bist du gehypt? Ich bin sehr gehypt. Ich meine, da wird man schon ein bisschen in die Kindheit zurückversetzt, wo wir damals so auf dem Pausenhof in unseren Karten gespielt haben. Gute Zeit. Ist so. Ich würde sagen, mach den Lachs auf. Promokarte ist... Ey, Kappenfaller! Nice! Die ist, glaube ich, echt gut. Die ist echt cool, ne? Also wir werden uns gleich nochmal die ganzen Fähigkeiten und alles anschauen, ne, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Aber die sieht auch schon mal ganz cool aus. Schön mit dem Logo unten. Mit dem Logo vor allem. Also das ist ganz nice. Ich würde sagen, let's go. Erstes Booster öffnen. Mach den Lachs auf. Sarah Aura. Nice Sarah RGX, sagst du? Am besten noch. Also, wenn du die ziehen solltest, dann wäre ich echt sad, ey. Das wäre schon cool. Das ist am Ende trotzdem deine Karte. Also. Ja, aber ich möchte sie selber gerne ziehen. Ja, das ist ja. Ich kann sie dann ja auch benutzen in meinem Deck. Das ist das Coole, oder? Das darfst du halt. Das ist das Ding. Das ist halt das Geile. Wenn man was Cooles sieht, darf man es behalten. Richtig. So, let's go, würde ich sagen. So, Bianca natürlich. Ist ein Supporter schon mal, ne? Ein Supporter ist immer nice. Dann Vati. Noch ein Supporter. Noch ein Supporter, das ist hilfreich. Tangela. Ninkada, okay. Lampi, Voltilam, Alter, hier die Elektro. Die ganzen Pokémon können echt gut sein von ihren Fähigkeiten her. Donnerberg, Prisma, nice, und die Rare ist ein Pyroleo. Ey, okay. Cooles Artwork. Nimmt man auf jeden Fall, hat was, ne, hat was. Aber die Donnerberg Prisma ist natürlich schon mal... Also falls du ein paar Elektro-Pokémon bekommen solltest, ne, dann ist die, glaube ich, echt gut. Ich habe ja schon Voltilam und Lampi, jetzt brauche ich nur noch die Weiterentwicklung. Und dann geht's los. Dann ist der Rippung, sagst du? Dann geht's richtig los, Mann. Okay. So, das nice Lugia-Pack wird geöffnet. Mhm. Und dann, let's go, Mann. So, erstmal eine nice Stahlenergie. Ja, der Kekkeon. Ich mag das Artwork sehr. Hat was. Das ist ein cooles Artwork, ja. Dann ein Latenecto zu Beerus. Mhm. Ein Pebek-LP. Vermicola. Petsneef. Funpi. Alter, ein bisschen Yoshi's Woolly World. Ja, Mann, Alter. Baumpel, Reverse Bubungos, Leute, das ist das beste Pokémon, ich liebe den. Ist bestimmt richtig gut. Und ey! Lantern, Alter, die Elektro-Kombi. Ich sehe schon. Du machst hier ein Elektro-Deck, ne? Ja. So, als nächstes dann. Nice Celebi. Bin gespannt, ey. Vor allem mein Signature-Pokémon ist ja das Suicune in meinem Deck. Richtig, richtig. Also, holy, das kann was werden, Junge. Ich bin gespannt. Das kann was werden. Ich bin auch gespannt, ne? Vor allem. Ein Deck zu bauen, das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht, so mit echten Karten. Das schon, da habe ich auch Bock drauf. Also falls ihr was öfter sehen wollt, lasst es uns auf jeden Fall wissen, weil vielleicht machen wir wieder Pimp My Deck, das habe ich ja mit Kaya des Öfteren gemacht, dass wir uns Decks gesnappt haben, geschnappt haben, also irgendwelche normalen Decks, die Pokémon rausbringen und dann halt mit ein paar Booster noch, damit wir die ein bisschen aufpeppen. Lashoking, okay. Lashoking, ja auf jeden Fall, also ich habe Bock drauf. Und hier, das letzte Pack, darauf habe ich auch Bock, Leute, jetzt hier noch eine nice Karte. Meinst du, ziehst noch eine Ultra Rare? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, bisher war ja in den Pre-Release-Packs nicht so viel krasses Zeug, so natürlich schon nice. Aber ja, glaub, stimmt aber, schon. Aber kann, ist halt, ja, ist halt, ist halt wie eine Lotterie, ne? Man kann, das war damals richtig gut, also eine andere Version von Rakan. Ja? Ja, ja, das waren XY-Zeiten. Da war es noch vom Typus Kampf, das gute Alter. Ach du Heilige, okay. So, Hunduster, dann Vinicro und Ultra Best, ist auch nice. Lavita, Reverse, Digda, und die Rare ist ein. Yo! Milo und Jackson Bullard! Das, das ist. Lecker! Nom 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 nom. Nom nom. Ich würde sagen, wir machen doch ein Pflanzendeck, Leute. Ich meine, Reverse, Tangela, let's go. Das wird einfach die Kombination sein. Hast du ein Reptain oder ein Gekabo? Ich glaube nicht, nicht. Schade, das ist sad. Aber ist schon sweet. Alter, krass. Ja, auf jeden Fall. Würde ich mal sagen, Deckbau oder so. Juhu. So, nachdem wir die Booster geöffnet haben, müssen wir natürlich auch noch diese Box öffnen und gucken, was für Karten da drin sind. Weil wenn da keine Energien drin sind, können wir uns nicht duellieren. Und ja, wir schauen mal ganz kurz. Ich werde die euch da hinlegen. Wir haben Suicune, da haben wir Kaheli, wir haben mehrere Karten auch aus Sturm am Firmament, Rubal, Marikek. Ah, okay. Das heißt, ich habe jetzt mit Suicune hier mehrere Wasser-Pokémon. Habe auch allgemein noch Supporter drin, wie Benetzvenia, Tali, Matsurika, Nesbal, also ein paar Feen-Pokémon. Aber ich habe keine Energien. Wir haben jetzt hier das Deck vom guten Present. Schauen wir mal rein, was der Junge für Pokémon hat. Also wir haben hier erstmal Kapufala, Kahili. Oh, er hat auf jeden Fall andere Unterstützer. Ja, Lebel hat man hier.
Professor Kukui, Timerball, aber auch sonst auch Wasser, ne? Sonst auch wieder die Wasser-Pokémon. Und ansonsten sind es wirklich dieselben Pokémon. Okay, würde ich sagen, machen wir ein kleines Mirror-Match und teilen uns die Energien. Und dann sehen wir mal, wer der Bessere ist. Würde ich sagen, auch ein gutes Spiel. Let's go, wir müssen noch die Karten mischen hier. Mische mein Deck. Misch du bitte mein Deck, schön ordentlich. Nee, eigentlich will ich das nicht so gut gemischt haben. Ihr seht es ja hier, ne? Also wir mischen das. Ich kann nicht so gut mischen, das ist das Problem. Jetzt sehen sie alle, wie schlecht wir mischen können, weil du kannst auch nicht mischen, ne? Ich kann das auch nicht. Leute, die können das wie die Weltmeister. Ja, also richtig Profis und die so, Alter, die können ja gar nichts, Mann. Aber richtig schön durch. Ja, ja, ja. Oh, 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 der Spoiler-Trick hier. Let's go. Ast rein. Okay. Dann würde ich sagen, jeder zieht 5 Karten erstmal, ist das, ne? Ja, let's go, würde ich sagen. Oh. So, und wir ziehen 5. Okay. Alter, richtig nice Garn, Alter, Alter. Ah, mein Blatt ist okay. Ist okay. Gut. Also, dann, du hast auf jeden Fall anscheinend ein Basis-Pokémon, das ist ja schon mal. Basis-Pokémon ist am Start, bei dir gut. Auch? Ja, natürlich. Okay, dann müssen wir das jetzt erstmal hinlegen, ne? Let's go, ne? Ah, Mirror-Match, Alter. Beide in Pummeluff am Start mit 70 KP. Okay, jetzt. Hast du noch ein Pokémon, was du auf deine Bank legen könntest? Vielleicht kann ich das, vielleicht auch nicht. Okay, ich jetzt würde ich sagen, erstmal Münzwurf, wer entscheidet? Nimmst du Sony? Mann, was oder nimmst du? Nimm Sony. Let's go, Alter. Was für eine Münze ist das? Nicht Sony, okay, dann darf ich entscheiden. Wer anfängt? Würde ich sagen, fang du doch einfach mal an. Ah, ich will nicht anfangen. Weil es ist eigentlich gar nicht gut anzufangen, ne? Anfangen ist eigentlich. Aber ich ziehe auf jeden Fall erstmal eine Karte. Okay. Okay, gut, gut, gut. Ich lege das erste Pokémon auf meine Bank drauf. Ein Kecleon, okay. Ein Kecleon, das ist schon ziemlich nice. So, dann überlege ich erstmal. Ich werde jetzt erstmal Nestle als Itemkarte legen. Okay. Weil ich kann kannst du erstmal. Hier mal schön dieser suchen? Krasse Effekt, Alter. Schön die Karte rein. Das war nicht so ein krasser Effekt. So, auf jeden Fall, hier ist mein Nirgendwo, ne? Oder? Mhm. Circa. Muss ja. Wo circa muss es sein? Dein Ablagestapel meinst du? Ablagestapel, ja, nirgendwo benennen sie das ja. So, und darf. Nee, Ablagestapel nirgendwo ist was anderes. Ja, ernsthaft? Okay, ich darf mir jetzt erstmal ein Basis-Pokémon mich raussuchen. Das darf nämlich der Nestball. Nochmal zur Erklärung. Ich habe mir ein Basis-Pokémon rausgesucht. Profi-LP ist am Start. Und jetzt muss ich natürlich immer Decken mischen. Willst du es mischen? Oder? Nein, misch mal ruhig. Okay, ich mische es hier nochmal, damit die Leute es. Lege es auf deine Bank, musst du machen sogar. Auf deine Bank? Ich sofort. Ich habe es so kurz in meine Hand genommen. Okay. Darfst gleich sehen. Ist alles gut. Leg's hin. Ich lege und dann geht's los. Und dann. Du darfst jetzt auch meine wunderschöne Kalfala Holo sehen. Okay. Natürlich. Und damit beende ich meinen Zug. Dein Zug beendest du. Okay, ich ziehe. Okay, krass. ja, ist nicht schlecht. Ein krasser Boy, oder wie? Ich würde sagen, ich spiele erstmal. Was ist es jetzt? Was tue ich? Was wirst du im Angriffsmodus oder im Verteidigungsmodus spielen? Ich glaube, ich spiele erstmal meinen Timerball. Okay. Für jedes Mal Kopf, was Sony ist, ja. Darf ich ein Entwicklungs-Pokémon aus meinem Deck suchen. Okay, let's go. Aber ich muss natürlich dir zeigen. Ja, natürlich. Also natürlich. Das muss sein. Das muss sein, alles okay. Andere wäre Sonys Kopf. Ich mache so ganz normal. Oh, kein Sony. Kein Sony, das heißt kein Entwicklungs- Und wieder nicht. Das wieder heißt, kein Sony. Ball war richtig bad und du hast die. Das ist minus 1 gewesen, Alter. Wie scheiße war das denn? Ist natürlich ein bisschen RIP, ne? Weil ich pack auch einfach mal hier meine. Ach du Heilige, jetzt läuft's ja gar nicht gerade. Tja, ist wohl ein bisschen RIP, aber das ist okay. Und das ist okay. Würde ich sagen, rüste ich erstmal mein Pummeluch mit einer Energiekarte aus. Oha, jetzt geht's los. Ah, oh, verdammt. Mach ich das? No risk, no fun? No risk, no fun. Bin ich nirgendwo Mixer. Oh, jetzt musst du 2 Karten. Ablegen zwei ins Karten Nirgendwo. Ins Nirgendwo. Und dafür darf ich jetzt eine Karte ziehen. Oh, das hat sie ja voll gerissen. Würde ich sagen, greife ich erstmal mit Pummeluff an. Oh nein, direkt 10 KP. Jetzt werden wir die Chance machen. Aus 10 der Abzug. Kinderbox praktisch. Ja. Ich würde sagen, du bist dran. Let's go, würde ich sagen. Okay, ich habe etwas gezogen. Dieses Etwas ist okay. Aber auch nicht super. Okay. So, was machen wir denn jetzt hier an dieser Stelle? Ich würde sagen, ich lege diese Energiekarte, diese Pflanzenenergie, an meinen Kecleon an. Und ich beende meinen Zug. Okay, okay, das ist noch nicht so viel. Oh, wow, wow, bei mir läuft es auch noch nicht so wirklich. Eieiei. Du kannst gerne so viel durchmachen, wie du willst, aber. Hey, ich kann nicht großartig viel machen. Pummeluff! Angriff! Alter, nein! Pummeluff hat jetzt noch 50 KP. Das ist das epische Pummeluff vs. Pummeluff Matchup. Okay. Ich werde es zerstören. Wir werden nun das Pummeluff vs. Pummeluff Matchup weiterführen, indem ich. Nein! Tu es nicht!
ranpacke an das Pummeluff hier. Und ich werde auch direkt angreifen. Pummeluff, los! Ah! Ja. Und damit hat dein Pummeluff nur noch 60 KP. Okay. Ich bin dran. Let's go, Mann. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Sagst du? Ich lege auf meine Bank ein Garstella. Oh, hast du einfach ein Agro-Stella oder wie? Ich weiß es nicht, das wirst ich du weiß sehen. Auch nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass mein Pummeluff nochmal dich angreifen wird mit 10 Schadenspunkte. Oh nein, ich werde sterben. Okay. Wenn wir keinen Oscar kriegen für diese schauspielerische Leistung, weiß ich auch nicht. Nun hat Pummeluff nur noch 40 KP. Ich setze Rockara auf die Bank. Ach du Heilige. Alter, meine Bank füllt sich langsam. Deine hast Bank du schon füllt Angst? Sich. Ein bisschen tatsächlich schon, ey. Du hast besseres Setup, ich habe nur 2 Handkarten, du hast 3. Gut, ich würde sagen, Pummeluff, let's go, Pfund. Au. Aua, jetzt hat er nur 50 KP. 50 versus 40 KP. Let's go, Alter. Oh, da ist noch mal was Vernünftiges. Wie sagst du jetzt? Oh ja, Mann. Und zwar spiele ich meinen ersten Supporter, die TV-Reporter. Oh. Ich glaube, mein erster TV-Reporter. Nein, Supporter zu sagen. Okay, Supporter. Das heißt, ich darf 3 Karten ziehen und okay. Davon eine auf dem Ablagestapel legen. Alter, krass. Achso, aus meiner Hand sogar, okay. Welche lege ich denn auf den Ablagestapel? Das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Mhm. Welche ist nicht so super? Ich würde sagen, nicht so super ist in dem Fall erstmal tatsächlich die Elektroenergie. Oh, okay. Ich spiele jetzt mein Nestball aus. Noch ein Item. Das heißt, du darfst natürlich in dieser Runde auf jeden Fall keinen Supporter mehr einsetzen. Nee, das darf ich auf keinen Fall. Das darf ich auf keinen Fall. Das stimmt schon. Das heißt, du darfst jetzt ein Basis-Pokémon holen. Oh. So ist es. Und zwar suche ich das Mächtige. Das Großartige. Fuck, wo ist es denn? Voll Antik. Alter, vielleicht ist es ja in deinem Preiskarten. Ich glaube schon. Nein! Easy. Oh Mann, das ist in meinem Preiskarten. Voll anti-climatic. Das ist halt ernsthaft nicht gut. Dann suchen wir Suicune. Alter, da haut er jetzt raus. Hier, die beiden Promokarten sind da. Das ist mein Signature-Pokémon. Obwohl, suche ich es wirklich? Nee, jetzt hast du schon rausgeholt. Jetzt ist vorbei. Spaß. Jetzt natürlich schön suche ich Suicune. So. Bestes Pokémon. Wollen Sie noch irgendwas machen? Aber sicherlich, ich lege mein Suicune auf meine Bank. Ja, müssen sie natürlich auch. Und natürlich greife ich mit Pummeluff an! Ich dachte, du wirst es diesmal nicht machen, aber... Selbstverständlich. Leider hat es nicht geklappt. Okay, ich werde nun meinen ersten Supporter einsetzen. Professor Kukui. Ich darf 2 Karten ziehen und während dieses Zuges fügen die Attacken deiner Pokémon dem aktiven Pokémon des Gegners 20 Schadenspunkte mehr zu. Oh, das ist gar nicht gut. Ich darf jetzt erstmal 2 Karten ziehen und dann wird geschaut, was bekomme ich denn Schönes. Okay, das ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Und ich würde sagen... Ich spüre ein bisschen Fokus. Ja, du bist ein Profi. So. Du bist ein Profi, auf jeden Fall. und ich würde sagen, ich gehe auch direkt auf die... Lebenspunkte. auf die Lebenspunkte, richtig. 30 KP... Ziehe ich dir jetzt ab, damit hast du noch 20 KP. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht mal so gut. Du verlierst bald deine erste Pokémon. Mhm. Und du brauchst 2 Energien, um dich zurückzuziehen. So ist es. Pummeluff ist da ein bisschen doof. Okay, ich bin dran. Du bist dran. Okay, das ist gar nicht so bad tatsächlich. Okay. Zuerst spiele ich... Oh, das ist jetzt welcher Unterstützer spiele ich... Ja, du hast mehr als einen Unterstützer. Das ist natürlich interessant zu wissen. Ja, sicherlich. Ich darf nur eine Energiekarte pro Runde anlegen, ne? Ja. Das ist natürlich bad. Natürlich. Wir spielen hier nach den offiziellen Pokémon Trading Card Game Regeln. Wenn wir aber doch einen Fehler machen, dann tut uns das leid, weil wir haben das schon ein paar Jährchen nicht mehr so gemacht. Erstmal rüste ich Suicune aus. Okay. Und dann werde ich... Expedition ins Unterirdische spielen. Okay. Ich darf mir 4 Karten anschauen. Okay. Von meinem Deck und davon 2 nehmen. Oh, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Das ist natürlich nicht so bad. Da wird eine richtige Expedition starten. Ich glaube, ich nehme dieses. Okay. Obwohl. Ah, ich weiß es noch nicht so ganz tatsächlich. Lohnt sich das oder nicht? Und dieses. Okay. Und kann ich in einer beliebigen Reihenfolge wieder zurück unter dein Deck legen. Okay. Okay. Und schon dann kommen sie da wieder runter. Gut. Dann würde ich sagen... Hast du noch etwas, was du tun willst?
Ein Angriff von Pummeluff! Nein, tu das bitte nicht. So, ich habe noch 30 KP, wenn du 20 KP hast. So, ich ziehe meine Karte für diese Runde. Ich werde erstmal auf die Bank, was sieht man jetzt hier gar nicht mehr so richtig, Robball raufpacken. Robball, der Staubball. Kannst du auch sonst hier hinpacken, ja. Ja, kann ich sonst auch noch hier hinpacken. So. Dann haben wir zum einen den Supporter Libell. Zieh drei Karten von unten aus deinem Deck. Ach du Heilige! Und ich werde das auch direkt mal machen. Das heißt, direkt von unten. Das ist nicht bad, sagst du. 1, 2, 3 Karten. Das ziehen. Das ist ein Easy plus 2, sagst du. Easy plus 2. Ah, die. Plus 3, meine Expeditions. Nee, nee, du hast Lele Bell gespielt. Das ist minus 1. Okay. Ah, ja, das ist schwer zu verstehen, Minion. Okay. So. Dann werde ich jetzt hier eine Feenenergie an Pummeluff ransetzen. Mhm. So wie man sieht, ne? Sieht echt hübsch aus. Dann werde ich Pummeluff zu Knuddeluff weiterentwickeln. Ach du Heilige. Dann werde ich... Wer wirst du? Werde ich den schon machen? Nein, ich lasse ihn noch. Ich lasse noch. Ich werde noch... Ne, passt. Passt alles. Ich werde dich jetzt angreifen mit Ausdehnen. Während des nächsten Zuges deines Gegners werden diesem Pokémon durch Attacken 30 Schadenspunkte weniger zugefügt. Das heißt, nächste Runde, wenn du mich angreifst, 30 Schadenspunkte weniger. Das ist echt scheiße gut. Das ist schon scheiße. Verdammt, dann landet mein Pummeluff und die Energiekarte auf dem Ablagestapel. Richtig, und damit darf ich meine erste Preiskarte ziehen. Und ich hoffe natürlich auf was Gutes. Okay. Okay. Ich habe meine Karte gezogen. Ich habe jetzt noch zwei Preiskarten, die man hier vielleicht nicht so ganz erkennen kann. Aber das wir haben okay. Da oben noch zwei und drei. Wir richtig. Machen mit drei Preiskarten. Richtig. So, let's go. Ich bin fertig. Du musst, okay. Du musst erstmal deinen. Ah ja, stimmt. Ich muss noch eins auswählen. Natürlich richtig. Wähle ich. Der gute alte Suicune, würde ich sagen. Dann machen Sie das. Ja, würde ich sagen. Ich bin Suicune. Mr. Zero. Dann werden Sie nun das Comeback wagen oder werden Sie kläglich scheitern? Als erstes spiele ich eine Feenenergie. Okay, jetzt geht's los. Dann spiele ich meinen Supporter Matsurika. Damit kann ich eine Feenenergie aus meinem Deck suchen und es an den Pokémon anlegen. Oh! Das heißt, Suicune hat dann drei Energiekarten. Okay. Und kann sogar angreifen, mein Freund. Jetzt geht's los! Jetzt wird geplayed, Alter. Warte, das heißt, darf ich mir das kurz mal durchlesen? Sicherlich doch. Okay, krass. Das heißt, du hast jetzt hier direkt drei Energiekarten. Drei Energiekarten an Suicune angelegt. Und ich kann jetzt erstmal natürlich auch hier seine Fähigkeit aktivieren. Ja. Die sagt, einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, wenn dieses Pokémon ein aktives Pokémon ist, kannst du deinen Gegner dazu veranlassen, sein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf seiner Bank auszutauschen. Oh. Das heißt, selbst die Fähigkeit von deinem Pummeluff mit Ausdehnen wird dann ignoriert. Richtig. Und ich würde sagen, das Ganze tue ich auch einfach mal und setze Starrer Sturm ein. Und was, ach, was, holst, Sturm, du, ja. Was holst du denn raus? Also was? Du darfst es aussuchen. Ich darf es aussuchen? Ja, ich darf veranlassen, dein aktives Pokémon gegen eins auszutauschen. Schwierig. Ich glaube, ich opfere hier tatsächlich meinen Robball. Okay. Du kannst es nehmen. Das heißt. Also ich werde es wahrscheinlich töten dann, ne? Ja, also ich tausche jetzt aus, logisch, aber ich muss jetzt nicht austauschen, ja. Weil ich werde das Knuddeluff gleich wieder raufpacken. Nach vorne. Okay. Das heißt, das ist sonst ein bisschen unnötig, deswegen Robball ja. Stirbt jetzt hier an dieser Stelle. Okay, und ich ziehe eine Preiskarte. Und damit bin ich wieder dran. Und ich habe wieder meinen Knuddeluff sozusagen raufgepackt. Aktuell hat Knuddeluff, glaube ich, warte, 40, also müsste noch 80 KP haben. Ja. So, ich werde eine Feenenergie auf Knuddeluff raufpacken. Damit hat es aktuell drei Feenenergien. Dann werde ich das Item Feenschmuck spielen. Okay. Und es an Knuddeluff anlegen und es damit ausrüsten. Dann werde ich Ben und Svenja Supporter spielen. Mhm. Wähle eins aus, mische deine Handkarten in dein Deck, ziehe anschließend fünf Karten. Okay. Oder tausche ein aktives Pokémon gegen einen Pokémon auf deiner Bank aus, aber ich will das erste nehmen. Mhm. Das heißt, meine Handkarten mische ich in mein Deck rein und dann darf ich dafür fünf Karten ziehen. Okay. So, kurz erstmal reinmischen, ne? Ganz klar. Und dann, let's go, ziehe ich fünf Karten, fünf Stück. Mhm. Und let's go. So, muss ich mir einmal das anschauen. Passt auf jeden Fall. Ich werde hier nochmal ein weiteres Pummeluff auf die Bank raufpacken. Okay. Und dann werde ich dich mit dem Schmuckschlag angreifen. Und die besondere Fähigkeit ist, wenn an dieses Pokémon eine Pokémon-Ausrüstung angelegt ist, bei der Feenschmuck zum Namen gehört, fügt diese Attacke 70 Schadenspunkte mehr zu. Damit mache ich 140 Schaden und damit stirbt dein Suicune. Heilige! Das
war der Counterplay, sagt er. Das war der Counterplay und damit ist dein Suicune weg und ich darf noch eine weitere Preiskarte ziehen und jetzt muss ich noch eine einzige Preiskarte ziehen. Und das ist leider mein komisches Castella, was ich da liegen habe. Das war ja deine große Hoffnung, ne? Ein bisschen. Wird diese Hoffnung vielleicht jetzt... Ah! Entweder war es jetzt ein Bluff oder du hast jetzt was richtig nice gezogen. Ich habe leider nur Pokémon, die ich auf die Bank legen kann. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Leider keine Energie und somit gehe ich leider unter und der gute Present gewinnt das Match. GG. GG. Hast dich gut geschlagen. Also das Knuddeluff hat... Knuddeluff ist echt OP in diesen beiden Sets. Du hattest ja auch einen Knuddeluff wahrscheinlich. Knuddeluff und Knuddeluff. Habe ich reingemacht natürlich. Aber die liegen beide ganz unten im Deck. Ich finde das Ding ist halt super OP. Welche Basiskarte wolltest du überhaupt haben? Ich wollte Fleckmon haben, damit ich mein schnelles Lushking spielen kann. Okay. Lushking wäre nicht bad gewesen. Sache ist, ich fand die Kecleon-Taktik ganz gut mit der Pflanzenenergie, weil du ja auch Wasser Aber du brauchst eine Aggregatenergie dafür. Ah, ja gut, dann war das... Das hat nicht ganz gut funktioniert. Aber ist okay, war die Idee war gut. Hat auf jeden Fall gebockt, würde ich sagen, an der Stelle. Auf jeden Fall. Falls ihr öfter solche Duelle sehen wollt jetzt hier, also wenn ich jetzt zum Beispiel gegen den Present oder halt gegen Omanikaya oder ähnliches zocke, schreibt's gerne in die Kommentare. Wir zocken ja auch des Öfteren live, also halt im Livestream, TCG, aber halt online. Falls euch das gefällt, wie gesagt, gebt gerne ein Däumchen nach oben. Wir werden das optimieren mit der Kamera und alles. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt ausgesehen hat. Ich hoffe, irgendwie cool. Ich hoffe, dass ich es irgendwie geil editiere. Und ja, schaut auch gerne beim guten Present vorbei. Link in der Videobeschreibung. Und ja, das war's von dem Video. Ich verabschiede mich. Bis dann und ciao. Tschüss. Tschüss.